Na, siehst du. Ja, und damit herzlich willkommen aus Arnstadt. Ja, ein herzliches Willkommen unseren Zuschauern auf Facebook Live und natürlich auch im Regionalfernsehen. Und man kann es ja wunderbar erkennen, wir befinden uns heute in einer Bar. Normalerweise bestellt man da einen Gin Tonic oder einen Cocktail. Hier bekommt man von der Barfrau aber auch ein Lächeln geschenkt, wenn man ein Bier bestellt, weil das Bier hier im Haus gebraut wird. Was man dafür braucht, ist einen guten Durst. Und was man darüber wissen muss, das erfahren Sie jetzt von Felix Vogt. Ja, schönen guten Abend auch von mir. Ich stehe hier mit einer geradezu historischen Persönlichkeit, der hat mir gerade schon gesagt hat, er hat mehr als 600 Jahre schon auf dem Buckel. Das ist Michael Schenk, er ist hier der Bierrufer und er erklärt uns jetzt mal, wo wir uns genau befinden. Ja, wir befinden uns hier im Hotelpark Stadtbrauerei in Arnstadt, eine ehemalige Industriebrauerei, die es seit 1866 hier gab. Aber seit 1997 wird hier traditionell Bier gebraut, handwerkliche Manier. Handwerklich unfiltriert, natürlich das Beste, was man uns als Körper antun kann, die Gesundheit pur. Und wir machen das in vier Sorten, ein Hell, ein Dunkel, ein Weizen, ein Bock. Ich sage immer, das Hell für die Männer, das Dunkel für die Frauen, das macht die so schön geschmeidig. Das Bock für die Kraft, die wir im Winter brauchen und natürlich ein Weizenbier. Da wir die älteste Weizenbierbrauerei Deutschlands sind, sind wir immer sehr stolz. Das freut unsere Freunde aus den Bayern immer, wenn ich es sage. Aber wir haben einen älteren Nachweis und der ist schriftlich fixiert. Und somit sind wir ältester Weizenbierstandort. Brauen das Bier natürlich für unsere lieben Gäste hier im Haus. Brauen das natürlich auch für mit nach Hause nehmen. Man kann einfach mal Spaß haben und genüsslich hier genießen. Hier sind wir natürlich in der Remember. Bier und Tradition verbinden wir immer gern und ich muss offen sagen, hier standen einst die großen Tanks, heute kann man hier schön feiern, heute gibt es eine tolle Veranstaltung hier und das ganze Haus ist dazu ausgelegt, die Moderne mit der Historie zu verbinden und das gelingt uns mit unseren Hotelzimmern, das gelingt uns mit der Gastronomie, Bowling, Sauna und Schwimmbad. Ein buntes Miteinander. Vielen Dank, Michael Schenk. Jetzt wollen wir mal schauen, ob im Podium auch schon ein paar Bier stehen. Scholle? Ja, was er gesagt hat mit kurzen Wursten, Prost! So, und jetzt wird es auch Zeit, dass ich Ihnen unsere Gäste heute vorstelle. Sträflinge, die mit einer Feile, mit einer Leiter oder einem Bolzenschneider ihr Strafvollzug verlassen. Das kennen wir noch aus guten alten Schwarz-Weiß-Edgar-Wallace-Filmen. Oder leider mittlerweile auch aus den aktuellen Nachrichten. Woran liegt es? Sind die Gebäude marode? Sind die Mitarbeiter demotiviert? Oder liegt es am Justizminister? Darüber reden wollen wir heute mit dem Leiter der Polizeiinspektion Arnstadt-Ilmenau. Herzlich willkommen, Sascha Zink. Guten Abend. Wenn es in unserem Land brennt, dann können wir uns auf 35.000 freiwillige Feuerwehrleute verlassen. Nur können die sich noch auf alles verlassen? Ist das Ehrenamt wirklich so unterstützt, wie es sein muss? Und rücken immer noch alle gerne aus, wenn sie das Kommando Wassermarsch hören? Damit wollen wir reden. Darüber wollen wir reden mit dem Vorsitzenden des Thüringer Feuerwehrverbandes, Lars Oschmann. Herzlich willkommen. Das Ehrenamt. An Sonntagen wird natürlich salbungsvoll darüber geredet, in Sonntagsreden natürlich, aber wie steht es wirklich um das Ehrenamt? Wir haben heute einen echten Experten hier, denn wie viele andere Bürgermeister leitet er seine Gemeinde ehrenamtlich und ist dazu seit 2014 auch im Thüringer Landtag. Herzlich willkommen, Jörg Tamm. Ja. Ja, und mein nächster Gast ist im Bericht aus Berlin. Man sieht ihn in den Tagesthemen, in der Tagesschau. Man sieht ihn im ARD und ZDF Morgenmagazin. Er ist zwar nicht der Ministerpräsident, aber mittlerweile der meist abgefilmteste Politiker aus Thüringen. Herzlich willkommen, Mike Moring. Ja, viele Fragen zu dieser Sendung haben uns natürlich schon über unsere Internetseite erreicht, auf einwort.info. Da können Sie auch immer noch Fragen loswerden. Aber unser erster Themenkomplex, der ist, wie wir vorhin schon gesagt haben,
das Ehrenamt. Wie steht es denn eigentlich um das Ehrenamt und wie steht es denn eigentlich um die Feuerwehren? Herr Oschmann, 35.000 ist so eine Zahl, die ich gefunden habe. Kameraden gibt es, Freiwillige, aber die werden auch alle immer älter. Und beim Nachwuchs, wir haben ja den demografischen Wandel. Wie steht es darum? Müssen wir uns langsam Sorge machen, wenn es brennt, dass die Feuerwehr nicht mehr ausrückt oder nicht mehr die hat, die die Leiter hochklettern können? Also ich sage mal, zunächst brauchen wir uns derzeit keine Sorgen darüber zu machen, dass keiner kommt, wenn man die 112 ruft. Aber die Entwicklung ist natürlich besorgniserregend. Als ich als Verbandsvorsitzender des Thüringer Feuerwehrverbandes angefangen habe, im Jahr 2000 hatten wir noch 45.000 Feuerwehrleute. Jetzt liegen wir bei ca. 35.000. Das heißt, wir verlieren jährlich viele Feuerwehrkameradinnen und Kameraden und da müssen wir gegensteuern. Da gibt es einige Maßnahmen, die wir da ergreifen. Aber es ist nicht allein der demografische Wandel, dass es weniger Menschen in Thüringen gibt. Das hat auch durchaus damit zu tun, dass es weniger auf dem Land gibt, dass viele in die Städte ziehen und hat auch viel damit zu tun mit dem sozialen Wandel, dass man sich nicht mehr in den klassischen Ehrenämtern so engagiert, wie es früher immer der Fall war. Kann es auch sein, dass so Beruf und so ein Ehrenamt sich miteinander nicht mehr verbindet und dass man irgendwann sagt, obwohl man eigentlich da gerne mitgemacht hat, weil es auch eine große Gemeinschaft ist und sagt, ich kann das nicht mehr, mein Arbeitgeber spielt da nicht mehr mit? Eigentlich weniger. Wir hatten jetzt zurzeit, bereiten wir Regionalkonferenzen beim Thüringer Feuerwehrverband vor, mit der IHK, dem Verband der Wirtschaft. Die Arbeitgeber sind jetzt eigentlich sehr daran interessiert, Feuerwehrleute zu haben, weil sie Menschen haben wollen, die heimatverbunden sind, Menschen haben wollen, die hier in der Region bleiben und nicht ihren Job dafür nutzen, um den nächsten Karrieresprung anzusetzen. Aber was es uns zeigt, ist eben das Problem, wie können wir Ehrenamt in der Freizeit besser mit Beruf verbinden. Da müssen wir mit der Wirtschaft im Gespräch sein. Und bei unseren Feuerwehren ist vor allen Dingen der Wechsel von der Jugendfeuerwehr. Da haben wir stabile Zahlen eigentlich, 11.000 Kinder und sind in den Jugendfeuerwehren. Aber dann, wie finde ich einen Job hier in Thüringen? Wie ist meine Familienplanung? Und dann verlieren wir sehr viele. Feuerwehr hat was mit Heimat zu tun. Und wer einmal aus der Feuerwehr geht, findet selten wieder zurück in irgendeinem anderen Ort in Feuerwehr. Und da müssen wir ansetzen, da müssen wir Konzepte finden, um das besser zu gestalten. Das war mal so aus der Vogelperspektive, aus Verbandssicht. Herr Tamm, wie ist denn das bei Ihnen in der Gemeinde in Plaue? Wie steht es da um die Feuerwehr und vor allen Dingen, welche Bedeutung hat die Feuerwehr da für das ganze Leben im Ort? Ja, die Feuerwehr ist erstmal eines der wichtigsten Säulen in der ehrenamtlichen Tätigkeit einer so einer Stadt. Wir haben hier 1.800 Einwohner, wir haben eine relativ schlagkräftige Feuerwehr, wir haben eine gute Jugendfeuerwehr und das spiegelt sich in allen Ebenen des gesellschaftlichen Lebens wider. Natürlich vordergründig der Brandschutz zu bekämpfen und der Brandschutz steht auf erster Stelle, aber die Feuerwehr und der Feuerwehrverein, der die unterstützt, sind natürlich gesellschaftlich auch weiter unterwegs. Sie sind also nicht nur alleine in dem Brandschutz unterwegs. Und ich glaube, das Ehrenamt als eines der wichtigsten Standbeine einer Kommune verdient hohe Achtung. Und Sie sagten vorhin, es sind Sonntagsreden, wenn man den Ehrenamtlichen dankt. Und ich glaube, auch an dieser Stelle sollte man das ruhig sagen. Also den Ehrenamtlichen, den Feuerwehrleuten, den anderen Hilfskräften, ich nehme die Bergwacht, ich nehme die bei den Rettungsdiensten mitfahren, aber auch die anderen, die Kinder betreuen, die also Karneval, ich nehme Fußball, Sportvereine, all denen gebührt höchste Achtung dafür, was sie tun, was sie für Stunden dranhängen, wie sie die Gesellschaft damit stützen mit ihrer Arbeit und das in den meisten Fällen unentgeltlich beziehungsweise mit einer geringen Aufwandsentschädigung. Ich denke mal, das sind sicherlich können Sonntagsreden dargestellt werden, aber ich denke, nein, es kann nicht oft genug hervorgehoben werden, es kann nicht oft genug gesagt werden, dass diese Leute unsere Achtung, unsere Wertschätzung erfahren, gerade auch aus der Politik, für ihre Arbeit, die sie tun. Mike Moring, Sie sind ja jemand, der sofort bei Zahlen immer sofort sieht, da geht eine Alarmanlage an. Und wenn ich jetzt höre, wir haben vor kurzer Zeit 45.000 Kameraden gehabt und haben jetzt noch 35.000, kann man sich ja fast schon ausrechnen, was wahrscheinlich in 10, 12 Jahren sein wird. Was kann denn die Politik tun? Nicht unbedingt jetzt Kinder zeugen, aber was kann die tun, damit wirklich die Feuerwehren weiter zumindest ihren Auftrag erfüllen können? Ich glaube, wir brauchen eine neue Wertschätzung für die Leute, die das im Ehrenamt vor allen Dingen machen. Zum Beispiel, wenn ich mir vorstelle, dass Rettungseinsatzkräfte, da gehören Feuerwehrleute dazu und Polizistinnen und Polizisten bei ihren Einsätzen oft angegriffen werden und nicht ihre Arbeit machen können. Da ist was faul bei uns in der Gesellschaft. Wir müssen dankbar sein, dass es diese Frauen und Männer gibt, die in der ersten Reihe für unsere Sicherheit eintreten. Und wenn die angegriffen werden, muss klar sein, dass diese Täter bestraft werden und nicht davonkommen. Und dass unsere Frauen und Männer, die bei der Feuerwehr oder bei der Polizei oder in den Rettungsdiensten ihren Einsatz machen, dass die unsere Unterstützung und Wertschätzung erfahren. Das ist, glaube ich, erstmal ganz wichtig. Das muss man immer vorwegstellen. Und das Zweite ist,
dass wir schauen müssen, was können wir tun mit Maßnahmen, dass sich Menschen noch begeistern fürs Ehrenamt. Wir haben vor Jahren haben wir das Feuerwehrgesetz geändert und haben für die Jugendabteilung schon das Eintrittsalter gesenkt, weil die Feuerwehren gerade auf dem Lande und in der Stadt im Wettbewerb stehen mit dem Fußballverein. Und wenn man dann im Sportverein schon früh dabei sein kann und bei der Jugendfeuerwehr später, haben wir eine ganze Generation verloren. Das haben wir vorgezogen, haben damit auch guten Erfolg erzielt. Jetzt hat sich das mittlerweile alles wieder nivelliert, weil wir da Jahre ins Land gegangen sind. Dann haben wir eine Feuerwehrrente eingeführt, um den Kameradinnen und Kameraden, die langen Dienst getan haben, mit einer kleinen Rente als Anerkennung, wenn sie ausgeschieden sind aus dem aktiven Dienst und dann im Pensionsalter sind, auch nochmal eine Würdigung zu geben. Das wird sich später erst auszahlen, weil das eine Weile natürlich auch auflaufen muss. Und wir merken immer, es reicht immer noch nicht. Und deswegen müssen wir gemeinsam tatsächlich schauen, was kann man tun, auch gemeinsam mit der Wirtschaft, auch gemeinsam mit dem öffentlichen Dienst, dass wir diejenigen, die sich ehrenamtlich engagieren, bessere Bedingungen bieten für ihre eigenen beruflichen Perspektiven, als denjenigen, die sagen, nee, lass mich mal in Ruhe, ich will nichts weiter damit zu tun haben. Wir müssen nur ehrlicherweise sagen, wir erleben das in den Parteien, wir erleben es in der Kirche, wir erleben es überall in gesellschaftlichen Organisationen, die Leute, die sich binden lassen wollen, die Zahl wird immer geringer. Und darauf müssen wir uns einstellen, weil wenn ein Haus gelöscht, der Brand gelöscht werden muss, kommt es nicht darauf an, ob 45.000 oder 35.000 Leute in der Wehr sind, sondern wir brauchen eine aktive Einsatzabteilung überall, damit wir schnell zu den Einsatzorten auch kommen können. Jetzt kennen wir es aus dem, wird die Polizei wahrscheinlich auch kennen, wir haben Fachkräftemangel, jetzt haben wir das natürlich auch bei den jungen Wehren. Jetzt weiß man, wer nicht wirbt, der stirbt am Ende, der wird dann nicht mehr gesehen. Braucht es vielleicht auch mal eine Kampagne, die so gut ist, dass Jugendliche überhaupt wieder darauf aufmerksam werden und sagen, ja, Feuerwehr, warum eigentlich nicht? Also es läuft jetzt schon seit 2 Jahren eine Werbekampagne, über den der Thüringer Landtag verabschiedet hat. Auch ganz erfolgreich, denke ich. Aber das allein ist es nicht. Wir müssen unsere Feuerwehren, unsere Gemeindevertreter fit kriegen dafür, dass sie in ihrem Ort Werbung betreiben. Keiner ist in die Feuerwehr gekommen, weil er vor einer großen Plakatwand stand und sagt, Mensch, wir fehlen Leute, jetzt gehe ich zur Feuerwehr. Nee, entscheidend war immer die Ansprache. Wenn wir geguckt haben, wer ist in die Feuerwehr, wie ist man in die Feuerwehr gekommen, stellt man fest, es war die Familie, es waren Arbeitskollegen, es waren Freunde, die einen mitgenommen haben zur Feuerwehr. Und damit, da müssen wir hin, das müssen wir verstärkter wieder machen. Aber entscheidend wird eben im Ganzen sein, aber auch, was vorhin auch angesprochen, die Wertschätzung. Das heißt, dass Feuerwehrleute, Menschen bei den Hilfsorganisationen, beim THW merken, dass sie von dieser Gesellschaft gewertschätzt werden, dass es sich lohnt, sich für diese Gesellschaft zu engagieren. Und da gehört eben keine Gewalt gegen Einsatzkräfte etc. dazu. Das ist eben wichtig und das sind die Signale, die wir brauchen. Und natürlich bei den Feuerwehren ist es natürlich auch immer die Kommunalfinanzen, die da immer eine Rolle spielen. Die Kommunen müssen auch in der Lage sein, sag ich mal, ihren Feuerwehrmann, ihre Feuerwehrfrau auch so auszustatten, dass er zum Einsatz gehen kann, ohne dass er Angst haben muss, es fehlt jetzt an Sachen etc. Ich finde das aber, was Sie gerade sagen, die großen Kampagnen braucht es vielleicht gar nicht. Ich habe einen kleinen Sohn, der ist gerade mal 5 Jahre alt, war Martinsumzug im letzten Jahr bei uns im Ort und hat die Feuerwehr abgesichert und zum Schluss kam auch ein kleiner Kamerad, der war vielleicht 8 oder 9 Jahre und der hat die kleinen Piefkes, die 4 und 5 waren, angesprochen und hat gesagt, habt ihr mal Lust, wollt ihr das und das mal erleben? Ja, und da waren die natürlich alle da. Ich glaube, den Rest macht Feuerwehrmann Sam und dann funktioniert es auch. Ich sehe gerade die 110 und die 112 leuchten und das heißt für uns, wir haben eine Frage aus dem Saal und ich gebe ab zu Felix Vogt. Ja, ganz genau. Ich stehe hier mit David Atzroth, er ist Vorsitzender der VG Oberes Gerretal. Vielen Dank für die Hilfe. Und außerdem ist er Kandidat der CDU für den Posten des Landrates im Immelkreis. Und auch ihm ist das Ehrenamt ein besonderes Anliegen. Ja, die beiden rot-rot-grünen Regierungen im Freistaat Thüringen und im Immelkreis, die tun ja sehr, sehr wenig für unser Ehrenamt. Und die CDU hat im vergangenen Jahr ein Konzept in den Kreistag eingebracht zur Stärkung des Ehrenamtes. Und das wurde mit der Mehrheit der Landrätin leider nicht beschlossen. Deswegen meine Frage, welche Anregungen und Möglichkeiten sieht die CDU-Fraktion, das Ehrenamt stärker zu fördern und für junge Mitglieder attraktiv zu machen? Herr Tamm, Herr Moring, wer möchte? Tja. Fangt mal an, Jörg. Ja, da fange ich mal an. Ich kann das ja auf die Kreisebene und auf die Gemeindeebene erstmal runterbrechen und dann kann der Mike vielleicht auf die Landesebene nochmal sprechen. Wir haben ja einen Antrag eingebracht. Aber auf Kreisebene
gebe ich erstmal recht. Also wäre sicherlich die Möglichkeit gewesen, hier für das Ehrenamt was zu tun, das Ehrenamt zu unterstützen. Es ging hier um den ÖPNV, ob der frei ist oder ermäßigt ist für die Feuerwehrleute. Das hätte man durchaus tun können und beschließen können. Sicherlich muss man auch fairerweise sagen, muss es eine Kostenfolgeabschätzung dazu geben. Die ist immer notwendig, wenn man sowas erlässt. Aber wir sind wieder bei der Wertschätzung und da komme ich auf die Kommune runter. Und dann nehme ich mal die Kommune Stadt Blaue, die letztes Jahr, auch wenn wir nicht besonders gut dastehen, beschlossen hat, zum Beispiel allen Feuerwehrleuten einen ermäßigten Eintritt in den Freisport zu geben. Und das aber allen Feuerwehrleuten des Landes Thüringen, nicht nur der Stadt Blaue. Also jeder, der in die Stadt Blaue kommt, das Freibad nutzt, hätte die Möglichkeit, durch Vorlage seines Feuerwehrdienstausweises ermäßigt in das Freibad zu gehen. Es ist eine beschränkte Zeit, ich gebe das zu, aber es kann natürlich nur jede Gemeinde so tun, wie sie ihre Möglichkeiten hergibt. Und deswegen wäre es für mich wichtig, und das wäre dann vielleicht der Bogen auf Landesebene, dass man es von oben herunter macht. Denn wenn noch kleinere Gemeinden ja nichts zu bieten haben, das ist jetzt kein Vorwurf, aber die kein Museum haben, die kein Freibad haben, die kein Theater haben, die können sowas natürlich nicht vorhalten. Deswegen kann es aus meiner Sicht nur über eine Landesinitiative oder Kreisinitiative als Vorreiter mindestens funktionieren, damit alle Feuerwehrkameraden dieses Landes profitieren. Sowohl der, der in der Stadt ist, aber auch der, der in der 120-Seelen-Gemeinde absolut wohnt. Also ich finde das eine spannende Initiative aus dem Ilm-Kreis. Wir haben im Kreistag auch sowas gemacht und haben die Initiative der Ehrenamtsstiftung aufgegriffen für eine Ehrenamtscard im Landkreis, wo man denjenigen, die ehrenamtlich tätig sind, auch über die Feuerwehr hinaus einfach Vergünstigungen anbietet mit gesellschaftlichen Partnern, damit man diese Wertschätzung im Ehrenamt auch zurückgeben kann. Aber das geht eben nur auch auf, wenn die Kreisverwaltung mitzieht und diese Partner auch findet. Und deswegen kann ich euch im Ilm-Kreis nur ermutigen, das auch nochmal zu machen, weil das Thema der Wertschätzung schon im Kleinen anfängt. Im Großen haben wir vor Jahren die Thüringer Ehrenamtsstiftung eingerichtet, eben um Sachen für das ganze Land Initiativen zu entwickeln und Auszeichnungen auch für die Leute in den Mittelpunkt, sie zu rücken, zu geben. Und jetzt ist es halt so, ich beklage den Zustand nur, ich will mal kurz erzählen, dass die Thüringer Ehrenamtsstiftung im Jahr 2017 sage und schreibe 11 Monate und 11 Tage gewartet hat, bis sie den Förderbescheid für ihre Stiftungsarbeit für das Jahr 2017 bekommen hat. Also ein ganzes Jahr lang waren die in Sorge, ob ihre Stiftungsarbeit überhaupt vom Sozialministerium ausfinanziert wird. Der Jörg Tamm, mein Kollege, sitzt ja im zuständigen Fachausschuss und das war ein Dauerthema. Und damit geht natürlich keine Wertschätzung, weil wenn die Strukturen von oben schon nicht ausfinanziert werden, sondern dauernd in Frage gestellt werden, ist es schwierig. Bei der Haushaltsdebatte haben wir auch Vorschlag unserer Sozialpolitiker, die Stiftung besser ausstatten wollen, 200.000 Euro mehr für das, was schon da ist, an Kapital, damit man einfach mehr machen kann. Das hat Rot-Rot-Grün abgelehnt. Das ist bedauernswert, aber im Beklagen kann man sich nicht festhalten. Wir müssen einfach den Bürgern auch erzählen, was wir auch als Fraktion im Landtag besser machen würden, wenn wir dazu die Gestaltungsmöglichkeiten hätten. Aber ich kann euch nur ermutigen, sowohl im Blaue als aber auch im Landkreis, im Innenkreis, solche Initiativen immer wieder zu ergreifen. Die Leute müssen sehen, dass sie mit ihrem Ehrenamt, was sie in der Gesellschaft geben, nicht alleine sind, sondern dass es auch Leute gibt, die das wertschätzen, die das anerkennen. Und die sagen, wir würden euch gerne ein größeres Dank zurückgeben der Gesellschaft als nur einen warmen Händedruck. Haben wir noch eine zweite Frage aus dem Publikum, Felix? Momentan nicht, aber ich glaube, es wäre Zeit für ein bisschen Musik. Na, dann machen wir. Unser Pianist André Köhn. Thank you.
So, meine Damen und Herren, gleich eine Premiere. Es heißt Knöpfchen drücken. Vorher aber greifen Sie in den roten Sitz und halten sich fest. Denn die nächsten Geschichten sind ziemlich spannend. In Suhl flieht ein Häftling in einer Pappkiste. In Arnstadt nutzen Häftlinge Leiterseil und Bolzenschneider zur Flucht. Und wenn man Drogen kaufen möchte, könnte man es am besten im Strafvollzug, und zwar in dem in Tonna. Das klingt alles ziemlich spektakulär. Und da stellt man sich die Frage, hat der es zu verantworten hat, der Justizminister, seinen Laden noch im Griff? Sie können darüber jetzt ganz persönlich abstimmen, und zwar mit diesem kleinen Gerät hier. Knopf 1 heißt, er hat seinen Laden im Griff. Nee, die Frage heißt, hat er seinen Laden im Griff? Ja heißt 1 und Nein ist die 2. Und wie die Leute hier in Arnstadt und der Umgebung darüber denken, das haben wir auf der Straße gefragt. Hat Dieter Lauinger das Justizministerium noch im Griff? In dem Betrieb genau dasselbe. Wenn die irgendwas anstellen, da ist auch der Chef mit dran. Gell? Das ist nun mal so. Da hat man Verantwortung und die muss man eben auch mal wahrnehmen. Und dann muss man eben auch ab und zu vielleicht mal in die Gefängnisse gehen und sich mal die Sorgen von den Angestellten anhören. Gell? Denn die wissen ja, was mit ihnen los ist. Also ich finde nicht, dass sowas einfach passieren darf, aber er ist nicht vor Ort in den Einrichtungen und so in dem Sinne kann man ihn nicht direkt verantwortlich machen. Also vielleicht müsste er schauen, dass mehr Kontrollen durchgeführt werden, dass die Sicherheitsleute da öfter auch beurteilt werden, nach, ob sie jetzt beschäftigt sind oder nicht, oder mehr Leute einsetzen, aber dass es jetzt direkt seine Verantwortung ist, finde ich nicht. Ja, ich denke mal, für den Aufwand, was da betrieben wird, wenn ich mal sehe, was so eine Einrichtung kosten tut und was dafür, wie viele Leute da drin beschäftigt sind, dürfte sowas eigentlich nicht passieren. Es ist eigentlich nicht richtig, dass man ihn jetzt direkt dafür verantwortlich macht, weil er sitzt ja nicht da drinnen und bewacht die Leute. Dafür sind ja andere zuständig. Er kann nur Anweisungen geben, wie was besser gemacht werden kann. Dass da Ausbrüche kommen und dass die sogar eine Leiter zur Hand haben und über die Mauer klettern können, das ist doch für mich eigentlich unverständlich. Die reden und reden, aber machen tun sie doch nichts. Und wie gesagt, normal müssen sie ihn absetzen. Meine Meinung. So geht's doch nicht. So, ich habe nicht ganz mitgezählt, aber es war sehr kontrovers. Es gab dafür und dagegen. Und jetzt sind wir mal gespannt, wie unser Publikum hier in Arnstadt gewotet hat. Damit könnte man auch fast Generalsekretär der SPD werden mit einem 95% Ergebnis. Eine klare Entscheidung. Mike Moring, ich frage mal, so ein Herr Lauinger, der sitzt in Erfurt in seinem Ministerium und da passiert sowas im Strafvollzug. Der kann nun natürlich nicht in jedem Strafvollzug sein. Wir haben gehört, das eine ist in Tonna, das andere ist in Suhl, das andere hier in Arnstadt. Kann man ihn dafür verantwortlich machen oder ist es eher, ja, sind die gravierenden Fehler eher dort im Objekt zu suchen bei den Beamten, die dort arbeiten? Ja, normalerweise hat man als Justizminister einen ruhigen Job. Weil die Frage, das, was die Justiz macht, höchste rechtsstaatliche Verantwortung ist und die Staatsanwälte, die Richter und Justizvollzugsbeamten jeden Tag ihren guten Job machen und dann passiert nicht viel. Es sei denn, es bricht jemand aus, dann trägt der Minister die politische Verantwortung. Und genau darum geht's. Man muss als Minister die politischen Weichenstellungen machen, Missstände aufzeigen, abstellen, dafür kämpfen, dass genügend Haushaltsmittel und Personalstellen zur Verfügung stehen, damit man seine Aufgaben erledigen kann. Und was jetzt im Justizressort passiert, das ist eben, dass sich die Dinge schlagartig gehäuft haben, dass man sich fragt, hat der Minister überhaupt noch alles im Griff? Und das Publikumsvotum zeigt dann ja auch, dass man subjektiv gefühlt das Gefühl hat, es ist nicht so. Ich meine, es gab Silvesterrandale in Arnstadt, da gab es die Flucht in Arnstadt. Es gibt Drogengeschäfte, wo man sagt, wenn man Drogen kaufen will, findet man die am besten in Thüringer Gefängnissen. Es gibt diese Ausbrüche aus anderen Anstalten. Es gibt die große Petition und die Anzeige des Gefängnispfarrers, die für große Schlagzeilen gesorgt hat. Ich finde, es gab noch keinen Justizminister in Thüringen, der derart viele negative Schlagzeilen aus seiner Ressortverantwortung produziert hat. Das haben wir auch angemahnt und haben gesagt, er muss entweder die Dinge abstellen oder muss dafür die politische Verantwortung übernehmen. So ist das im politischen Geschäft. Dann ist man eben auch als Hauptverantwortlicher dafür verantwortlich, wenn unter einem und unter seiner eigenen Verantwortung was schiefläuft. Und ich finde, das, was schiefgelaufen ist, ist schon nicht mehr grotesk. Das ist schon auch mit Sicherheit, mit Blick auf unsere Sicherheitslage im Land,
ist schon höchst problematisch. Dass die Leute dort, das klingt immer so witzig, aber dass die Leute dort einsitzen, das hat einen guten Grund und der sitzt hier bei uns, nämlich die Arbeit der Polizei, denn ohne die Arbeit unserer Polizisten würden die Leute ja nicht dort in den Gefängnissen verwahrt werden. Herr Zink, als Leiter einer solchen Inspektion, wie haben Sie diesen Tag, als diese Meldung über den Äther kam, wie haben Sie diesen Tag wahrgenommen mit Ihren Kollegen? Es war angespannt. Also ich bin durch meinen Dienstschichtleiter über den Ausbruch informiert worden. Er hat mir kurz dargestellt, was er für Maßnahmen eingeleitet hat. Die haben rund gepasst, war super. Ich habe dann meine eigenen Informationspflichten zu bedienen gehabt zu den vorgesetzten Behörden. Und nachdem ich die abgesetzt habe, bin ich in die Leitstelle gegangen, habe da nochmal geschaut. Natürlich war es hektisch. Also in so einer Situation sind viele Funksprüche, viele Telefonate abzuwickeln. Aber ich hatte zu keinem Zeitpunkt den Eindruck, dass wir chaotisch agieren. Es war hektisch, aber trotzdem angemessen. Der DSL ist dann relativ schnell vor Ort gefahren. Hat die DSL, da der Dienstschichtleiter, Entschuldigung, okay. Also der Vorgesetzte der Kollegen, die im Außendienst tätig sind, ist dann relativ schnell vor Ort gefahren, hat die Führung vor Ort übernommen, so wie das von ihm erwartet wird. Und mein Vorgesetzter, der Leiter der Landespolizeiinspektion Gotha, war an dem Tag in Erfurt zu einer Beratung, hat dort auf die vorhandenen Stabsstrukturen der Landespolizeidirektion zurückgegriffen, hat die Führungsübernahme erklärt und mich beauftragt, dann vor Ort den Einsatzabschnitt Fahndung zu übernehmen. Ich bin zu dem Kollegen rausgefahren, wir haben uns in Marlieshausen am Pendlerparkplatz getroffen und dann habe ich eine Thüringer Polizei erlebt, wie man sie sich nur wünschen kann. Also wir haben richtig gut funktioniert auf allen Ebenen. Also angefangen bei meinen Kollegen der Dienststelle, die den Einsatz rund vorbereitet haben. Die Zusammenarbeit mit den Kollegen von der Kriminalpolizei in Gotha hat gut funktioniert, die den Einsatzabschnitt Ermittlungen übernommen haben. Und die Landeseinsatzzentrale, da muss ich an dem Tag auch ein sehr großes Lob aussprechen. Wir hatten innerhalb von kürzester Zeit, ich glaube 250 oder knapp 300 Hundertschaften da von Kollegen der Bereitschaftspolizei, die uns bei den Fahndungsmaßnahmen unterstützt haben. Wir haben rings um Arnstadt Fahndungssektoren gebildet und was auch super geklappt hat, deswegen hier auch nochmal in dem Format der Dank an die Bevölkerung. Wir sind relativ schnell in die Medien gegangen. Einmal, um die Bevölkerung zu warnen, also über Radio, haben dann auch Facebook und Twitter, also Social Media, bedient. Und letztendlich, muss ehrlich sein, wir hätten sie nicht gekriegt, wenn die Öffentlichkeit nicht so gut mitgearbeitet hätte. Das war für uns immer, also ich konnte fast gar nicht glauben, dass wir wirklich so dicht dran sind. Kurze Verunsicherung war bei mir noch, weil es waren ja 3 weg und irgendwann bekamen wir nur noch die Informationen über 2, hat sich dann aber aufgeklärt. Einer war ja aus Arnstadt und war relativ schnell dann an uns bekannte Kontaktadresse zurückgekehrt. Dort ist er festgenommen worden und kurz vor 2 hatten wir die anderen beiden dann auch noch mit Unterstützung des Polizeihubschraubers. Das klingt alles so einfach jetzt, aber man darf ja nicht vergessen, man geht da raus, auch die Kollegen, die dort rausgehen in so einen Einsatz, der kommt spontan, ist ein Alarm, darf man nicht vergessen. Da steckt auch ein Risiko dahinter, ein großes, für jeden Einzelnen, der dort mit rausgeht, der nicht weiß, was kann da passieren. Wie enttäuscht ist man eigentlich als Polizist? Man, auf der einen Seite, wenn sowas passiert wie eine Flucht, das kann mal vorkommen, sonst hätten Krimi-Romanschreiber auch keine Vorlagen, genau. Sowas braucht es, aber eben halt nicht in so einer Abfolge, in so einer Täglichkeit. Und wenn man das andere hört, wenn man so jemanden dingfest gemacht hat, und es gibt ja Leute, die noch nicht mal bis dorthin kommen in den Strafvollzug, die Justiz einfach wieder gehen lässt mit, ja, sind wir beim Ehrenamt mit Sozialstunden und anderem und von dem man weiß, dass man sie 4 Wochen später an derselben Stelle mit demselben Delikt oder derselben Art wieder trifft. Steht es einem da manchmal hier ein Stück? Nein, mir nicht. Mir ist wichtig, dass ich ganz persönlich meine Arbeit gut mache, dass meine Kollegen ihre Arbeit gut machen. Und letztendlich, wir leben in einem Rechtsstaat. Also wir haben Gewaltenteilung, wir haben auf der einen Seite uns als Teil der Exekutive, wir haben unsere Aufgaben zu erledigen und wir haben auf der anderen Seite die Judikative und die entscheidet nach Recht und Gesetz. Und wenn die entweder entscheidet, dass unsere Beweislage nicht gut genug ist oder dass das begangene Delikt eben nicht für das Aussprechen von einer Freiheitsstrafe reicht, dann ist das so. Also das darf uns auch nicht demotivieren, das wäre schlimm. Aber das Gefühl, als wir sie dann hatten, das war
genial. Also da habe ich mich Es ist gut, das mal aus dem Mund eines Polizisten zu hören, denn wenn gerade solche Meldungen kommen, dann überschlagen sich natürlich auch die Ereignisse und dementsprechend auch die Motivation der Leute. Da wird auch schnell gepostet, aber wenn man es wieder auf so eine sachliche Ebene bringen kann und ein Polizist sagt, das ist so, dafür sind wir da, dann ist das gut. Für was wir heute da sind, ist natürlich auch Ihre... Jetzt muss man nochmal sagen, weil das wirklich wichtig ist, das Versagen in dem einen Bereich, der Fahndungserfolg der Thüringer Polizei auf der anderen Seite, hat das Vertrauen ja auch wieder unterstützt. Ich muss wirklich mal Respekt sagen vor den Kolleginnen und Kollegen. Dieser schnelle Fahndungserfolg war echt eine beachtliche Leistung. Das können Sie den Kollegen wirklich sagen, von uns auch. Ich werde es weitergeben, danke. Ja, und ich gebe nochmal zurück hier in die Bar. Ich weiß gar nicht, wo die Frage herkommt, aber wir schalten zu Felix Vogt. Mit Theresa Steinbrück und wir haben jetzt gehört, was gut gelaufen ist an dem Tag von Seiten der Polizei. Wir haben gehört, was nicht so gut gelaufen ist in der JSA Arnstadt. Aber es geht, glaube ich, der Frau Steinbrück darum, auch herauszufinden, was kann getan werden, dass sowas künftig nicht mehr passiert, dass wir also nicht abhängig sind von einem Polizeieinsatz. Ist das richtig? Richtig, genau. Die Aufgabe der Opposition ist ja unter anderem, die Amtsführung des Ministers kritisch zu begleiten. Und deshalb ist meine Frage, was würde die Opposition unter Leitung von Mike Moring anders machen? Was würde sie denn anders machen? Ja, im besten Falle wäre sie nicht mehr Opposition. tatsächlich, die Frage ist ja berechtigt, weil im Justizvollzug gibt es echt ein Personalproblem. Das hat sich verstärkt, weil 2014 neue Standards eingeführt wurden. Und wenn man neue Standards einführt und gibt nicht das Personal mit, sind die, die da sind, sind überlastet. Das erleben wir in der Schule auch derzeit, wenn so viele Ausfälle da sind, dass die Lehrer überlastet sind, ist im Justizvollzug nicht anders. Es gibt neue Aufgaben, neue Standards. Dasselbe Personal, die sind überlastet, geht nicht mehr auf. Und das muss man abstellen. Und deswegen haben wir jetzt im Landtag einen Antrag eingebracht und haben gesagt, man muss das Justizvollzugsgesetzbuch, das ist die zuständige Rechtsgrundlage, überprüfen, ob die Normen, die man da aufgeschrieben hat, noch übereinstimmen mit dem Personal, was man da hat. Man muss zwei Dinge machen. Wir brauchen mehr Personal im Justizvollzug und wir müssen gucken, ob man nicht Aufgaben und Standards, die man definiert hat, wieder verändert, damit die Leute nicht überlastet sind. Nur dann hat man erstmal eine maßvolle Grundlage, auf der man arbeiten kann. Da sind Fehlsteuerungen passiert die letzten 3 Jahre und die muss man wieder korrigieren. Das geht nicht von heute auf morgen, aber die Zustände zeigen ja, dass irgendwas nicht stimmt, wenn die Leute die Technik haben und können die Zäune durchschneiden und können Leitern aufstellen und stundenlang kriegt keiner mit, dass die ausbrechen wollen. Ich meine, ich habe immer gedacht, es gibt so einen schlechten Film, aber das ist auch Realität, das ist schon echt eine Nummer. Aber jetzt kann man nicht den Kleinsten in der Kette den Vorwurf machen, weil muss man mal ehrlich sein, so ein einfacher Justizvollzugsbeamter, der seinen Dienst macht, ist erstens ausgesetzt dem täglichen Kontakt mit den Strafgefangenen und ist wirklich in der Kette der Besoldung im öffentlichen Dienst ziemlich weit unten. Und die Leute jeden Tag zu motivieren, das geht eben nur, indem man ihnen auch den Rücken stärkt und sie nicht mit Aufgaben zufrachtet, dass die irgendwann sagen, ich bin raus aus der Nummer. Das ist wirklich so, wenn man sich die Besoldungsstufen anguckt, sind die Justizvollzugsbeamten echt die Gekniffenen in der Kette. Und da muss man, glaube ich, irgendwann mal mehr tun, als das, was wir jetzt anbieten. Haben auch wir in der Vergangenheit mit Sicherheit nicht alles richtig gemacht, will ich gar nicht sozusagen 9-mal klug tun in der Opposition. Aber die Zustände haben sich seitdem anderer Regieren tatsächlich verschlechtert, weil auch im Justizministerium andere Schwerpunkte gesetzt wurden. Es ist eben nicht mehr nur das Justizministerium, man will sich auch um Migration kümmern, kann man alles machen. Aber wenn man die Schwerpunkte ganz verschiebt, geht das nicht mehr auf und das sehen wir ja gerade. Wir haben es ja von Herrn Oschmann gehört, es wird immer schwerer, auch junge Menschen für den Beruf oder für das Ehrenamt des Freiwilligen Feuerwehrmanns zu gewinnen. Jetzt wird die Politik irgendwann sagen, wir brauchen mehr Justizvollzugsbeamte. Ja, die Turnhalle wird es aber nicht geben, wo die Anwärter alle drin sitzen und warten. Hurra, jetzt darf ich endlich los. Wie sieht denn das bei den Kollegen bei der Polizei aus? Das ist ja, für viele war das, genau wie Feuerwehrmann, als Kind ein Traumberuf. Ist das heute noch so der Traumberuf? Findet man noch genügend Bewerber? Oder auf die Stellen bleiben Stellen auch mal unbesetzt, weil es nicht den Geeigneten gibt dafür? Das kann ich jetzt aus meiner Wahrnehmung weder bestätigen noch verneinen. Ich gehe davon aus, dass auch die Polizei mit dem demografischen Wandel zu tun hat. Demzufolge vermute ich, dass auch bei uns die Bewerberzahlen runtergehen. Wichtig für uns ist, dass wir bei der Qualität
keine Abstriche machen. Mhm. Also ja, es bringt nichts, die Einstellungsvoraussetzungen herunterzuschrauben, sondern das, mit dem meine Dienstschichtleiter, ich dann als Kollege, als Mitarbeiter umgehen müssen, das muss Qualitätsstandard genügen. Und deswegen wäre da mein Wunsch, dass wir beispielsweise mit einer ähnlichen Werbekampagne, was ja schon läuft, an die Öffentlichkeit gehen, dass wir den Beruf des Polizisten attraktiv machen, attraktiv gestalten, einfach, dass die Leute auch bereit sind. Er ist anstrengend, aber ich halte ihn nach wie vor, auch nach knapp 25 Dienstjahren, für einen der schönsten Berufe, die man haben kann. Das ist ein gutes Wort dafür. Und wir geben nochmal ab, entweder jetzt in den Saal zu Felix Vogt, und wenn der Felix keinen Fragesteller hat, dann machen wir Musik. Woher ich das weiß, ich zeig's Ihnen mal. Gucken Sie mal. Hier steht's drauf. Vielen Dank, André Köhn. Und wir geben nochmal zurück in die Bar an einen unserer roten Sessel. Dort hat Felix Vogt noch einen unserer Fragesteller. Nee, hat er nicht. Hat er nicht? Gut, dann haben wir eine Straßenumfrage. Genau, kommen wir zum nächsten. Da nehmen wir wieder unser kleines, wunderbares Abstimmungsgerät. Wir sind ja spontan, haben wieder eine 1 und eine 2 und kommen zurück nochmal zum Thema der Polizei. Da spielt natürlich auch Ausstattung eine große Rolle. Und ganz Deutschland diskutiert über die Bodycams, um Einsätze am Ende zu dokumentieren. Bringt das was, bringt es nichts? Sollten auch unsere Polizisten hier in Thüringen diese Bodycams tragen und zum Einsatz bringen? Wenn Sie der Meinung sind, ja, dann die 1, bei Nein die 2, ob wie Arnstadt denkt, draußen vor der Tür, jetzt in unserer Straßenumfrage. Sollten Thüringer Polizisten Bodycams einsetzen, um ihre Einsätze zu dokumentieren? Ja, ich finde das gut. Erstens ist es für die Polizisten auch gut. Wenn dann irgendwelche dubiosen Sachen hier, werden sie mal vorgeworfen, aber wir haben zuerst, die Polizei war zuerst geschlagen oder irgend sowas. Gell? Und hinterher, wenn sie Straftat begangen haben, ist das doch auch ein Videobeweis. Ich finde das eigentlich gut. Mein Cousin ist selbst Polizist und einfach für ihn, dass er auch ein bisschen mehr Sicherheit hat in seinem Beruf. Das ist ja schon nicht ganz ungefährlich. Und ich finde das eigentlich gut, dass man dann auch überwachen kann, was eigentlich wirklich passiert ist. Finde ich eigentlich ganz gut zum Schutz der Polizisten. Sollte aber nicht missbraucht werden. Also wenn jetzt gerade kein Einsatz ist, dass das dann trotzdem mitläuft und die umher auf Streife sind, müsste das dann alles sein. Ich finde das eine gute Idee. Da ist auch der Bürger dann besser auch geschützt, alles mit. Und die können eben dann auch ihre Einsätze dann besser auch durchführen. Finde ich in Ordnung. Das finde ich eigentlich gut, weil es ist ja die Polizei, das sind gar keine Macht mehr, keinen Respekt mehr haben die Leute vor. Wenn sie so gefilmt werden, sind sie doch ein bisschen wahrscheinlich zurückhaltend. Das war die Meinung heute hier bei der Straßenumfrage, wie man hier bei uns in der Bar, bei dieser Diskussion, bei Auf ein Wort darüber denkt. Das Ergebnis wollen wir jetzt gerne mal einblenden.
So, ein relativ klares 94-prozentiges Ja. Herr Zink, jetzt fragen wir nach bei der Polizei. Das ist so der Wunsch der Politik, auch irgendwie der Wunsch der Bürger. Aber macht so eine Bodycam, erleichtert das wirklich die Arbeit Ihrer Kollegen? Oder sagen die vielleicht insgeheim nicht auch, jetzt haben wir noch so ein Ding am Leib, das wir auch wieder einschalten müssen, über das wir Buch führen müssen, es macht alles nur komplizierter, oder ist es doch vielleicht ein Teil der Lösung? Also ich habe mit Ja gestimmt. Mhm. Ja, in Thüringen ist ja in den letzten Monaten ein Pilotprojekt gelaufen unter Leitung meines Vorgesetzten, des Herrn Lierhammer. Die Ergebnisse stehen noch nicht fest. Also man hat versucht oder man hat das wissenschaftlich begleitet gemacht, um einfach da auch Angaben zu generieren, die belastbar sind. Ich bin von den Möglichkeiten und von der Hilfe, die so eine Bodycam bietet, absolut überzeugt. Ich war vor kurzem bei einem Seminar an der Deutschen Hochschule der Polizei und da haben Kollegen aus Hessen eben dort die Trageversuche, das Pilotprojekt vorgestellt und haben gesagt, die überwiegende Mehrzahl der Einsätze, wo man früher erwartet hätte, es kommt zu einem Widerstand, sind alleine durch das Androhen oder Anschalten der Bodycam verhindert worden. Und das wäre ein Einsatzmittel, was ich meinen Kollegen gerne an die Hand geben würde. Mhm. Mal für alle, die so über Datenschutz reden und andere Dinge, wie funktioniert denn das, wenn jemand die Bodycam einschaltet? Wie funktioniert das? Da steht jetzt eine Gruppe davor, der Polizist ist da, es kommt zu einem Wortwechsel. Wie wird dann die Bodycam, passiert das anonym oder gibt es da eine Erklärung für? Nee, also zum einen sind die Träger der Bodycams als solche erkennbar. Okay. Also nicht nur dadurch, dass sie die Bodycam mitführen, sondern auch durch entsprechende Patches eindeutig gekennzeichnet. In aller Regel reicht schon alleine die Ankündigung des Anschaltens, um Situationen zu deeskalieren. Die Bodycam ist wie jedes andere Einsatzmittel, es ist ja ein Grundrechtseingriff, der da vorgenommen wird, der muss durch ein Gesetz gedeckelt sein. Demzufolge gibt es diesen Paragraphen im Thüringer Polizeiaufgabengesetz, gibt es, der kann angewendet werden. Es ist ersichtlich für das Gegenüber, also für das polizeiliche Gegenüber, dass die Bodycam läuft durch entsprechende LEDs und natürlich sind die datenschutzrechtlichen Vorgaben einzuhalten, also Dokumentationspflichten. Man darf sich das Gerät, glaube ich, auch nicht wie eine reine Videokamera vorstellen, sondern es ist schon extra für diesen Zweck angefertigt. Also das Löschen ist beispielsweise nicht jedem möglich. Die Daten sind durch Verschlüsselung geschützt, können also auch nicht unrechtmäßig ausgelesen werden. Also da ist auch den Grundsätzen des Datenschutzes Rechnung getragen. Jetzt das ein Pilotprojekt, Mike Moring. Wäre es das etwas, wo man sagt, das sollte eigentlich jeder Polizist oder zumindest alle, die im Einsatz sind, in solchen Situationen sowas tragen? Man sollte das jetzt im kompletten Land einführen? Ja, das kann der Jörg sogar wahrscheinlich noch ein bisschen genauer sagen, weil er im Innenausschuss ist. Wir haben ja gesagt, nach der hessischen Erfahrung, dass wir das gerne jetzt auch umgesetzt haben müssen nach einem Pilotprojekt, dass man sozusagen flächendeckende Einführung macht, haben wir gerade erst im letzten Landtag beraten und es ist da abgelehnt worden. Ich glaube auch, dass es nicht nur für den Schutz für die Einsatzkräfte, sondern auch für die Dokumentation zum Dingfestmachung der Straftäter ein wichtiges Instrument ist. Und mit Vertrauen in den Polizisten, der einem gegenübersteht, gibt es auch keinen Missbrauch, sondern es ist ja die Frage einfach, dass man einfach eine Sicherheit der Deeskalierungssituation auch herbeiführen kann. Und ich glaube, dafür kann das helfen. Ihr habt es ja im Innenausschuss ziemlich ausführlich auch beraten. Gell? Ja, das ist so. Wir haben also schon mehrfach darüber gesprochen. Und es ist ja das ein bisschen widersprüchlich. Also der vorhergehende Innenminister hat ja dieses Pilotprojekt auf den Weg gebracht, obwohl seine regierungstragende Fraktion eigentlich dagegen waren. Und die Auswertung, wie Herr Zink sagte, steht ja noch aus. Wir haben das im letzten Plenum gefordert. Wir haben also nochmal die Einführung der Bodycams auf der positiven Pilotprojekt gefordert. Es ist durch Mehrheit durch die regierungstragende Fraktion abgelehnt worden. Man hat sich weigert, sich dieses einzuführen. Man hat da sicherlich Datenschutzgründe vorgeschoben und so weiter, um das zu unterbinden, aber nichtsdestotrotz, die CDU-Fraktion wird dranbleiben, wir werden das weiterhin unterstützen, wir werden das weiterhin auf der Tagesordnung haben und werden immer wieder nachfragen, speziell wenn die Auswertung von diesem Bodycam-Politprojekt kommt, wie ist es gegeben und ich höre es gerne oder gut,
dass Sie sagen, Sie würden es positiv sehen, wenn dort hier diese Bodycam eingeführt würden und würden die Arbeit der Einsatzkräfte unterstützen, um da mehr Sicherheit und mehr Aufklärungsquote herbeizuführen. Ich glaube, es gibt auch noch Fragen zum Thema Bodycam aus unserer Bar hier, aus der Remember Bar. Und dann gebe ich es nochmal ab zum Felix Vogt. Ja, diesmal sind wir wirklich schon auf dem Posten. Ich habe hier tatsächlich noch eine Frage, und zwar von Jürgen Hoffmann, dem Vorsitzenden der Deutschen Polizeigewerkschaft in Thüringen, auch zum Thema Bodycams, wenn ich ihn richtig verstanden habe. Ja, Frage mal an Tier Mike insgesamt. Ich lobe ja die Aktivitäten der CDU-Fraktion. Leider wurde es ja im Landtag abgelehnt, und ich sehe jetzt insgesamt, dass eben besonders Rot-Rot-Grün eben jetzt wie zum Beispiel Gutachter einschalten, Universitätsgutachten, eben das hinausgezogen werden soll. Meine Frage konkret, ich finde Bodycam gut. Herr Zink hat ja eindeutig gesagt, dass wir es in der Polizei wollen. Ich glaube, nur abwarten und fragen reicht mir nicht, sondern ganz konkrete Frage, wie kommen wir so schnell wie möglich über die Kraft der Opposition zu unseren Bodycams? Ja, das einzige Gute ist, wir sind ja hier in der Fraktionsveranstaltung, muss aufpassen, wie ich das formuliere, weil wir keine Parteiveranstaltung machen, aber in 17 Monaten sind Landtagswahlen. Ich kann zumindest zusichern, dass wir, wenn wir mit Verantwortung hätten, dass wir Bodycams einführen würden, weil ich glaube, aus den Erfahrungen, die wir in Deutschland insgesamt sammeln können, ist das ein wichtiges Sicherheitsprojekt, und wir stehen dafür, dass wir unsere Thüringer Polizei damit ausstatten und unterstützen würden. Wir haben das auch gerade eben nochmal besprochen. Lars Oschmann ist ja auch mit mir gemeinsam programmatisch in der Ideensammlung, was man einsammeln kann an Ideen, und da sind wir uns, glaube ich, einig, dass es eine wichtige sicherheitspolitische Zusage ist, die wir Jürgen Hoffmann machen könnten. Mit uns wird es das geben. Aber der Jörg Tamm hat es gut beschrieben, wir sind in der Opposition, wir können die Dinge nur einfordern, wir können Evaluierungen fordern, dass man sich objektiven Maßstäben mal runterzieht, welche Erfahrungen gab es, was haben Polizistinnen und Polizisten für negative Erfahrungen, die gibt es ja auch, warum lehnen manche Kolleginnen und Kollegen das auch ab, aber warum ist schon so, dass insgesamt für die Ausstattung es ein wichtiger sicherheitspolitischer Fakt wäre. Ja, ich bin ja auch im Landesfachausschuss Sichere Heimat unserer CDU Thüringen. Wir haben das ebenfalls besprochen, Bodycams etc. Für uns ist eben besonders wichtig, nicht nur die personelle Ausstattung der Thüringer Polizei voranzubringen, sondern eben auch die sächliche Ausstattung der Thüringer Polizei. Das, was an Ermittlungsmethoden möglich ist und erfolgsversprechend ist, sollte auch bei der Thüringer Polizei eingeführt werden. Und dafür, denke ich mal, sollte sich auch die CDU Thüringen einsetzen, um das eben auch voranzubringen. Ich denke, es ist wichtig, dass die Polizisten nicht nur ausreichend vorhanden sind, sondern eben auch mit den Mitteln Kriminalität bekämpfen können, die wirklich auf dem Markt sind und damit auch Erfolge erzielen können. Das Verrückte ist ja meistens, wenn ich mal sagen darf, dass ja oft wir von den Sicherheitsbehörden den technischen Entwicklungen hinterherlaufen, dass die Straftäter uns vorweggehen, wir immer die Debatten haben, bis wir soweit endlich politisch genug diskutiert haben, dass wir unsere Sicherheitsbehörden so ausstatten, wie es die Straftäter schon lange kennen, sind die schon wieder technisch weiterentwickelt. Gell? Mir ist das in diesen Tagen so bewusst geworden, da haben wir diskutiert über WhatsApp-Geschichten und sowas. Jeder nutzt WhatsApp, und es gibt bestimmte Bereiche in den Sicherheitsbehörden, die haben dafür nicht die Technik, und da sozusagen zu gucken. Und da kannst du als Straftäter dich in WhatsApp-Gruppen aufhalten, keiner kann dich überprüfen, und da laufen die technisch vorweg. Und man kann sich gar nicht vorstellen, dass wir so technisch hinterherhinken und da die rechtlichen Rahmenbedingungen dafür gar nicht und die technischen Rahmenbedingungen gar nicht geschaffen haben. Und die Leute haben ja zu Recht ein Sicherheitsgefühl. Ich meine, die wollen sicher über den Marktplatz gehen, die wollen sicher abends über eine Fußgängerzone laufen, aber die wollen eben auch, wenn einer ausbricht oder wenn einer in eine Wohnung einbricht, dass die Polizei dem schnell dingfest macht und handhabt, weil das stärkt das Sicherheitsgefühl. Wenn die aber nur hinterherlaufen oder abends in der Schicht nur eine Besatzung mit Vollzugsbeamten haben können, weil ihnen die Leute fehlen, dann darf man sich nicht wundern, wenn die Leute dann misstrauisch werden und dann irgendwelchen, Populisten oder Kokolores hinterherlaufen. Gell? Aber man braucht ja nicht wundern, wenn in der Pflege schon eine Pflegerin für 60 Patienten zuständig ist, warum soll es dann im Vollzug eigentlich anders laufen? Ich sage, auch wenn Bodycam jetzt vielleicht der falsche Begriff ist, aber wir haben ja viel von Übergriffen auch gehört, das war ganz am Anfang, Mike Moring hat es erwähnt, zum einen sicherlich auf Polizisten, zum anderen sicher auch die Rettungskräfte, die unmittelbar bei Demonstrationen dabei sind, nehmen wir jetzt Hamburg oder Ähnliches, aber es trifft zunehmenderweise ja auch die Feuerwehrleute, nicht unbedingt in einer kleinen Dorfgemeinde, vielleicht mal auf einem Dorffest, wo viel Alkohol dabei war, aber im Großen und Ganzen. Aber wenn man dann in einer Großstadt ist und dann zu solchen Sachen mit dazu kommt, dann auch schon, wäre da vielleicht so was Ähnliches wie eine Bodycam auch für
die Kameraden der Feuerwehr schon etwas, was sie besser schützen würde vor solchen Angriffen oder Übergriffen? Naja, ich sag mal so, technisch rennen wir als Feuerwehrmeister Polizei hinterher, lassen die Polizei testen und dann, okay. Und dann werden wir selber sehen, ob für uns gut ist oder nicht. Thema Digitalfunk zum Beispiel, ja. Da ist ja die Thüringer Polizei schon fleißig dabei, das umzusetzen in Digitalfunk, während wir in Thüringen bei der Feuerwehr und bei den Rettungsdiensten da erst anfangen, sage ich mal, diese Technik für uns aufzubauen. Aber natürlich, die Gewalt gegen Einsatzkräfte spielt vor allen Dingen auch im städtischen Bereich, gerade im Bereich Rettungsdienst, durchaus eine Rolle. Respekt. Beispiel jetzt aus Erfurt im letzten Herbst, die Feuerwehr war zum Einsatz, als sie wieder von dem Einsatz zurückkommt, ist das Feuerwehrauto mit Graffiti beschmiert. Das heißt, also hier fehlt einfach der Respekt davor, dass es Menschen gibt, die sich für jemanden anders engagieren, jemanden anders helfen wollen. Und dann gibt es eben Menschen, die diese Hilfe einfach, ich sage mal, so entwürdigen. Und das finden wir eben schade. Und ich denke, hier ist eben auch ein Umdenken der Gesellschaft wichtig. Ich hatte es mal, wir hatten ja eine Ehrenamtsveranstaltung mit der CDU-Landtagsfraktion auch mal gesagt, es gehen viele Werte auch kaputt in unserer Gesellschaft. Und hier ist eben wichtig, auch umzudenken. Das muss in der Schule auch schon anfangen. Wir machen ja Brand- und Sicherheitserziehung in den Thüringer Grundschulen. Dort versuchen wir aber auch Werte zu vermitteln, dass es eben wichtig ist, sich für diese Gesellschaft zu engagieren, aber auch, dass es wichtig ist, die Menschen, die sich für diese Gesellschaft engagieren, auch zu achten und nicht nur an sich selber zu denken, sondern eben an diese Gesellschaft zu denken. Und wenn wir immer nur jeder an sich selber denkt, dann wird diese Gesellschaft sich irgendwann nicht weiterentwickeln. Und das ist wichtig, dass wir das in der Schule im Bereich Bildung wieder mehr vermitteln, Ehrenamt, Respekt. Und ich denke, dann ist es auch nicht weit davor, dass wir dann, sage ich mal, auch die Erfolge auf der Straße bei der Polizei oder wir bei der Feuerwehr merken, dass eben Menschen unsere Arbeit dann auch respektieren, mehr respektieren. Jetzt bin ich mittlerweile auch Jahrgang 65 und kann behaupten, Respekt ist was Schönes, aber auch ich war kein Klosterschüler gewesen. Und als ich früher mit meinem S50 durchs Land gefahren bin, war der natürliche Feind natürlich der ABV. Und ganz ehrlich gesagt, haben wir vor dem auch nicht so viel Respekt gehabt, aber es war immer noch ein anderes Miteinander irgendwie. Der hat einmal den Stempel reingedrückt in die berühmte Stempelkarte, aber es gab da keine Übergriffe. Das war, ja, man hat vielleicht mal geschmunzelt, aber damit war es dann auch behoben. Wenn Sie heute gerade so Kollegen, die vielleicht bei der Polizei gerade angefangen haben, im ersten, zweiten Jahr sind, dann ihre ersten Fußballeinsätze hatten, vielleicht die ersten Demonstrationen hatten und dann merken, dass es nicht so ist, wie man es im Kindergarten mal gelernt hat, der Polizist ein guter Freund, sondern dass da andere auf der anderen Seite stehen, die ganz anders denken und eine ganz andere mit einer brachialen Gewalt da kommen, wo man sich manchmal fragt und sagt, Mensch, habt ihr auch schon mal dran gedacht, dass derjenige in der Uniform vielleicht auch Fußballfan ist, nur leider an diesem Samstag nicht bei seiner Lieblingsmannschaft sein kann. Hören Sie das von Ihren Kollegen, dass die vielleicht an mancher Stelle auch sagen, vielleicht entscheide ich mich auch nochmal um und mache doch einen anderen Beruf, das ist nicht das, was ich mir gewünscht habe. Also so konkret habe ich es noch nicht gehört. Ich denke, ich habe bei mir an der Dienststelle viele, viele Überzeugungstäter und das ist gut so. Die sind mit der Dienststelle, mit dem Ilmkreis verwurzelt. Es gibt immer mal die eine oder andere reisende Seele, die möchte sich aber nicht vom Polizeiberuf trennen, sondern da gibt es Frauen, die irgendwo anders wohnen. Das sind alles Umstände, die kann ich leider nicht verhindern. Dann soll es so sein, dann gehen die. Aber ich glaube, ein gewisser Grad der Ernüchterung ist da. Also wir in der PIA-Anstalt Ilmenau, wir haben Gott sei Dank das Korrektiv des ländlichen Raumes, wo wir ja auch unsere Kontaktbereichsbeamten haben, die wie früher der ABV alleine Streife fahren. Ja, da gibt es auch mal den einen oder anderen, der über den Durst getrunken hat bei irgendeinem Feuerwehrfest und dann da auch mal pumpig wird. Aber im Großen und Ganzen sind die Kontaktbereichsbeamten in ihren Gemeinden bekannt, anerkannt, verwurzelt. Da läuft das. Anders sieht es natürlich aus bei den Kollegen des Einsatz- und Streifendienstes, also diese 24 Stunden, sieben Tage die Woche ihren Dienst verrichten. Die kommen in andere Situationen, wo es auch Anfeindungen gibt, wo es richtig heftige Widerstände geht, wo es vielleicht noch nicht mal immer darum geht, sich irgendeiner Maßnahme zu entziehen, sondern man hat halt das Feindbild vor sich. Fußballvereine haben wir im Ilmkreis, ich sage es jetzt ehrlich, Gott sei Dank nicht in irgendeiner spielrelevanten oder sicherheitsrelevanten Liga. Ja, also mit den Kollegen in Erfurt möchte ich da nicht unbedingt tauschen. Nichtsdestotrotz sportfrei auch den Kollegen.
Ja, Sie sind gerade, mir schmeckt das Bier und wir haben noch eine Frage hier aus der Bar und ich gebe nochmal ab an Felix Vogt. Ja genau, ich stehe hier mit Sebastian Köhler und der blickt, wenn ich das richtig verstanden habe, mit Sorge auf zwei Großveranstaltungen, die sich angekündigt haben in Arnstadt fürs Frühjahr. Ist das richtig? Genau so ist das. Wir sind in Arnstadt ja Kummer gewohnt, wenn es um sowas geht, aber jetzt zeitnah haben wir zwei Großdemonstrationen hier, denen wir entgegensehen müssen, angemeldet aus dem rechten Spektrum. Die sollen sehr zentrumsnah stattfinden mit mehreren tausend Teilnehmern. Und wer solche Veranstaltungen kennt, weiß, wo die einen Chaoten sind, sind die anderen nicht weit. Das heißt, es wird auch entsprechende Gegendemonstrationen geben. Und im Freundeskreis, im Kollegenkreis wird natürlich darüber spekuliert und geredet. Wie sicher sind wir denn? Ist unser Eigentum sicher? Kann ich mein Auto überhaupt stehen lassen? Kann ich denn an dem Tag abends ins Theater gehen? Kann die Thüringer Polizei mich dann beschützen? Kann die Thüringer Polizei das überhaupt leisten, wenn zum Beispiel noch am Rennsteig eine sportliche Großveranstaltung gleichzeitig stattfindet? Was kann man denn tun, dass solche Veranstaltungen nicht unbedingt in Zentrumsnähe stattfinden? Welche Möglichkeiten haben wir denn, da auch präventiv zu wirken? Muss ich Angst haben, dass es läuft wie ein Thema oder gar schlimmstenfalls wie G20 in Hamburg? Was können wir dagegen tun? Das sind die Sorgen, die ich mitbekomme im Freundes- und Kollegenkreis. Und die Frage möchte ich natürlich loswerden. Worauf müssen wir uns vorbereiten? Ich vermute, das kann uns vielleicht der Herr Zink beantworten. In Teilen. Also ich möchte voranschieben, dass das keine Lage ist, die die Polizeiinspektion Arnstadt-Ilmenau führen wird. Also uns ist auch bewusst, dass wir hier in einem demonstrativen Großereignis uns befinden. Und deswegen liegt momentan die Einsatzvorbereitung bei der Landespolizeiinspektion Gotha. Und ich will es nicht ausschließen, dass im Moment betreiben wir Aufklärung, Informationssammlung, arbeiten ganz eng mit der Versammlungsbehörde des Landkreises zusammen. Ich kann nicht ausschließen, dass die Lage beispielsweise auch wie Thema durch die Landespolizeidirektion geführt wird. Wofür wir als Thüringer Polizei einstehen, das ist einerseits, dass wir die Grundrechte auf Versammlungsfreiheit für alle friedlichen Versammlungsteilnehmer gewährleisten werden. Das ist unsere Aufgabe. Und dass wir ja, die Rechte Unbeteiligter, also Anwohner, Badbesucher, Theaterbesucher, dass wir die natürlich schützen werden oder aber Räume haben, die wir absperren, damit man sich dort nicht hinbegeben wird. Also das wird mit Sicherheit ein polizeilicher Großeinsatz werden, eben um genau die Rechte und Gefahren, also die Rechte zu schützen und die Gefahren abzuwehren. Ja, man sagt ja heute so einfach, sowas absagen, aber dafür sind wir auch alle mal auf die Straße gegangen für das Demonstrationsrecht und solche Freiheiten. Man muss sie halt auch richtig ausnutzen und dann am Ende seine Argumente dort vielleicht vortragen, aber es dann auch letztendlich friedlich machen. Dann steht man solchen Demonstrationen vielleicht auch deutlich offener entgegen. Ich frage nochmal die Runde. Felix, noch eine Frage aus dem Saal? Ja, genau. Ich stehe hier mit Frank Spilling, der für die CDU für den Bürgermeisterposten in Arnstadt kandidiert und auch eine sehr konkrete Frage zur Sicherheit in Arnstadt hat. Ja, ist ja folgendes. Arnstadt ist ja seit Jahren Kriminalitätssperrung Nummer 1 in Thüringen und hat aktuell leider auch die mit Abstand höchste Kriminalitätshäufigkeitsrate. Also das ist die Rate der Anzahl der Verbrechen pro 100.000 Einwohner. Thüringen hat im Durchschnitt ungefähr 7.000 Verbrechen auf 100.000 Einwohner und Arnstadt 13.000. Das ist eine sehr bedenkliche Entwicklung. Obwohl das so ist, ist zurzeit das Bürgerbüro länger schon nicht besetzt, zum einen. Und zum anderen stellt sich auch die Frage, warum das nicht besetzt ist. Das ist eine sehr wichtige Frage. Und die für mich wichtigere Frage ist auch, warum Arnstadt nur den Status einer Polizeistation hat. Was waren die Gründe für diese Entscheidung, für eine Polizeistation? Und wann ist damit zu rechnen, dass das Bürgerbüro wieder geöffnet wird? Ja, auch auf die Gefahr hin, dass er jetzt hier zum Dauerredner wird. Vielleicht kann uns auch hier Herr Zink eine Antwort geben. Aber er macht das gut. Okay. Das Bürgerbüro war einige Wochen, ich muss vielleicht sogar sagen Monate, nicht besetzt. Die Krankheit schlägt zu. Wir hatten eine Kollegin dafür vorgesehen, die ist wirklich schwer erkrankt. Wir versuchen es jetzt aus anderen Bereichen zu besetzen. Im Februar ist uns das auch schon wieder verstärkt gelungen.
Ich kann nicht versprechen, dass es durchgängig besetzt wird. Wir werden versuchen, diesen Service, und der soll es ja sein, aufgrund der abgelegenen Lage der Polizeistation, wollten wir einfach erreichbarer sein für den Bürger. Das kostet uns Kraft. Manchmal können wir die nicht aufbringen, aber wir versuchen alles. Frage 2 war Status der Dienststelle in Arnstadt als Polizeistation. Die Gründe kann ich nicht benennen. Das ist festgegossen in Gesetzeskraft ins Thüringer Polizeiorganisationsgesetz. Dort steht es so drin, dass der Standort der PI Ilmenau ist, wir uns Arnstadt-Ilmenau nennen und in Arnstadt eine Polizeistation lokalisiert ist. Es ist richtig, dass Arnstadt ein Kriminalitätsbrennpunkt ist. Das haben wir seit Jahren erkannt und arbeiten da gezielt dagegen. Also wir tragen dafür Sorge, dass in Arnstadt, selbst wenn wir Gefahr laufen, dass im Kreis halt mal kein Funkwagen verfügbar ist, dass in Arnstadt immer mindestens ein Funkwagen da ist, der unmittelbar agieren kann. Wir haben seit Mitte letzten Jahres eine sehr erfolgreich arbeitende gemeinsame Ermittlungsgruppe zwischen PI Arnstadt Ilmenau, Kriminalpolizei Gotha und der Einsatzunterstützung von Gotha. Das ist die sogenannte Ermittlungsgruppe Intensivtäter im Ilmkreis. Den Kollegen ist es gelungen, innerhalb kürzester Zeit aus Ermittlungsverfahren heraus knapp 50 Personen in Haft zu bringen. Wir hatten es eingangs ja schon mal, manchmal könnte man den Eindruck gewinnen, dass die Justiz da ein bisschen hinterherhängt. Nein, es tut sie nicht. Also innerhalb eines Jahres wirklich Intensivtäter beweiskräftig zu ermitteln, der Staatsanwaltschaft vorzulegen und die entsprechenden Haftbefehle zu erwirken, das ist aller Ehren wert. Die Zahlen der PKS für 2017 sind noch nicht veröffentlicht, also kann ich hier nicht damit arbeiten, aber man hat ja so ein Gefühl. Und mein Gefühl sagt, dass wir im kommenden Jahr weniger Straftaten im Ilmenau in der PKS erfasst haben, also wenn wir jetzt die PKS für 2017 eröffnen, sprich rückblickend den Zeitraum 2017, wir werden weniger Straftaten haben, rein vom Gefühl her. Und ich hoffe, das ist ja für uns immer so eine Messziffer, Kennzahl, dass wir mit der Aufklärungsquote auch wieder nach oben gegangen sind. Jetzt will Herr Spilling Bürgermeister werden, also würde sich in der Stadt auch, glaube ich, ganz gut auskennen. Ich bin ja auch, ich mache gerade hier relativ häufig Station von Erfurt, Plaue, dann geht es nochmal einen Berg hoch mit dem Mountainbike, je weit ich komme, auf der Rücktour, dann hier ein Bier. Ich habe hier bestimmt schon 10, 12 Mal mein Fahrrad hingestellt, ohne dass ich es abgeschlossen habe, und ich habe es immer noch. Also kann es sein. Das spricht für die Sicherheitslage in Arnstadt. Manchmal hat man so Statistiken, und es gibt besondere Gründe dafür, weil es ein großes Gewerbegebiet gibt, weil es die unmittelbare Nähe zur Autobahn gibt und solche Dinge. Sind es eher vielleicht solche Indikatoren, die dafür sprechen, dass Arnstadt vielleicht gerade in der genannten Statistik so schlecht weg dabei kommt, oder ist es vielleicht dann doch ein Personalspiegel oder ein Strukturproblem? Also ich denke, es ist eine Mischung aus vielen Gründen. Also wir sind verkehrsinfrastrukturell im Ilmkreis hervorragend erschlossen, was es durchreisenden Tätern unheimlich einfach macht. Wir liegen im erweiterten Speckgürtel von Erfurt, bilden mit Erfurt einen kriminalgeografischen Raum und stellen auch immer wieder fest, dass Täter aus Arnstadt in Erfurt agieren oder umgekehrt Erfurter hier agieren, wenn wir sie bekommen. Die Bevölkerungsstruktur in Arnstadt ist nicht schlimmer als woanders, aber was wir schon feststellen, unsere JSA hat so einen gewissen Magnetfaktor, also es lassen sich relativ viele Leute, die mal, also die ihre Strafe abgesessen haben, auch hier in der Gegend nieder. Wenn sie nicht geläutert sind, werden sie dann halt wieder. Dann bekommt der Begriff Heimat eine völlig neue Bedeutung. aber alles in allem muss ich sagen, also wenn sich die Zahlen, wie ich sie momentan vorhin als Gefühl dargestellt habe,
wenn sich das so bewahrheitet, dann ist das ein sehr starker Indikator dafür, dass wir hier nicht ein generelles Kriminalitätsproblem haben, sondern dass wir hier einige intensiv handelnde, es sind ja, also 50 ist ja eine überschaubare Zahl, und wenn diese 50 schon so einen deutlichen Ausschlag geben, dann zeigt das für mich, dass wir auf diesem Weg weitermachen müssen, also die EEG intensiv hoffentlich noch ein Jahr, ein halbes Jahr oder ein Jahr bestehen bleibt. Und dann auch dafür Sorge tragen, und da sind wir momentan in der Vorbereitung, auch wieder mit der Kriminalpolizei und der LPI Gotha gemeinsam, wie übertragen wir dieses Konzept des täterorientierten Ansatzes dann in die allgemeine Aufbauorganisation. Ich denke, das wird uns gelingen, und ja, dann schauen wir mal. Also ich trage Sorge dafür, dass es im Ilm-Kreis hoffentlich sicher ist und man sich hier wohlfühlen kann. Da drücken wir die Daumen und wir geben noch mal ab zu Felix Vogt. Ja, ganz genau. Das Thema innere Sicherheit scheint die Arnstädter nicht loszulassen. Ich habe hier die nächste Frage aus dem Publikum von jemandem. Stefan Buchzig ist Ihr Name, der, glaube ich, auch in der Lokalpolitik engagiert ist. Was ist denn Ihre Frage? Also generell nehme ich das ein Stück weit im Gespräch mit Polizisten ein bisschen anders wahr. Es gibt schon eine große Frustration und das hat folgenden Hintergrund. Herr Zinke hat es gesagt, Bodycams sind wichtig bei der Identifizierung von Tätern. Auf der anderen Seite haben wir, als Beispiel sei hier mal Jena angeführt, tatsächlich Straftäter, in dem Fall ausländische Straftäter. 160 Straftaten sind zur Last gelegt, das heißt eine schwere Körperverletzung, Angriffe gegen die Polizei, und die laufen trotzdem noch frei rum. Ja, also da nützt ja auch nicht eine Bodycam, wenn wir Täter identifizieren und machen sie aber letztendlich nicht dingfest. Deswegen die erste Frage an Herrn Zink, was kann man da tun, was ist da auch möglicherweise der Hintergrund? Und die zweite Frage möchte ich nachschieben an Herrn Moring. Wir sind uns, glaube ich, die meisten hier einig, dass es in Thüringen einen Politikwechsel geben muss, andere Prioritätensetzung. Und da gibt es als Beispiel Sachsen-Anhalt, wo die CDU mittlerweile auch gemeinsam in Sachentscheidung mit der AfD zusammenarbeitet, ist für ihn, wenn es dann im nächsten Jahr eine neue Landesregierung geben wird, sicher höchstwahrscheinlich auch mit einem starken bürgerlichen Bündnis, gibt es da potenziell Zusammenarbeit in Sachfragen mit der AfD. Das wäre meine Frage. Ja, vielen Dank. Ich hoffe, der Herr Zink hat die kleine Pause genutzt, um was zu trinken, denn er ist jetzt schon zumindest mit dem ersten Teil der Frage dran. Ja, also Herr Puchzig hat ja auf einen Fall aus Jena, wo jemand mit 160 Straftaten und immer noch frei rumläuft, dazu kann ich nicht sagen, was da los ist, warum so jemand nicht verurteilt ist. Mein Wunsch ist natürlich, einen Straftäter zu ermitteln, beweiskräftig zu ermitteln, und dann mit der Übergabe an die Staatsanwaltschaft endet unsere Zuständigkeit, sage ich jetzt mal. So Fälle hat man immer wieder, dass man ja wegen minderschwerer Delikte halt auch viele vielleicht und die oftmals mit Sozialstunden oder Geldstrafen abgedient werden oder abgegolten werden. Aber so schwere Straftaten, wie sie Herr Puchzig jetzt beschrieben hat, schwere Körperverletzung, ist mir jetzt kein Fall erinnerlich, wo das im Ilm-Kreis derart folgenlos geblieben wäre. Vielleicht hat sich das vorhin auch gerade im Voting zum Justizminister wieder gespiegelt, dass es am Ende nicht nur die Ausbrüche sind, sondern vielleicht auch der Umgang mit solchen Straftätern. Aber es waren ja keine Lappalien, die da geschildert wurden, sondern wirklich schon, wenn man muss sich auch mal vorstellen, man kommt als Opfer in so eine Rolle hinein und hat dann vielleicht ein halbes Jahr, was man nicht arbeiten kann oder andere Dinge oder macht sich Sorgen um seine Kinder. Das ist nicht angenehm. Und wenn man sagt, ja, drei Wochen später läuft er da schon wieder rum und macht das, da kommt natürlich auch eine gewisse Wut auf. Es gab noch eine zweite Frage, die wir an Mike Moring weitergeben. Wenn ich es jetzt nochmal richtig übersetze, war es, könnte man sich vorstellen, im bürgerlichen Lager im nächsten Jahr nicht eine Koalition, aber zumindest in Sachfragen mit der AfD gemeinsam zu arbeiten. Das gab es bei ein, zwei Sachen in Sachsen-Anhalt, dass die AfD einen Antrag gestellt hat und Mitglieder der CDU-Fraktion dem zugestimmt haben. Ich glaube, ging es um irgendeinen Kontrollausschuss oder Ähnliches. Ob das vorstellbar war, ich glaube, das war die Frage, wenn ich es jetzt so richtig weitergegeben habe. Ja, ich habe dich schon verstanden. Ich würde was zu dem ersten Teil der Frage sagen, weil es ja viele Bürger auch in jener Umgebung umtrieben hat, dass diese Bande, die da losgezogen ist in dem Einkaufszentrum, tagelang
sozusagen die Leute terrorisiert hat, auch Polizisten angegriffen hat. Da sind jetzt viele dingfest gemacht worden. Das hat viele jetzt auch beruhigt. In Jena haben wir die Kolleginnen und Kollegen ja auch dann Ermittlungserfolge erzielt. Aber das hat viele aufgewühlt in der Zwischenzeit. Es gab ja auch Internetvideos aus der Goethe-Galerie, wo das sozusagen durch die sozialen Netzwerke ging. Und das ist schon immer so ein Punkt, wo dann sozusagen die Leute ihr eigenes Sicherheitsgefühl danach betrachten, was gibt es für besondere Fälle, die exemplarisch wirken. Und wenn man dann Videos sieht, wo dann Polizisten angepöbelt werden, respektlos behandelt werden, und dann erwarten die Leute auch, da müssen diese Täter dingfest gemacht werden. Das ist ja jetzt passiert, aber es hat mal in Jena tatsächlich Stadtgespräch schlechthin, weil man daran festgemacht hat, wie hat der Rechtsstaat die Lage im Griff, und deswegen ist es auch gut, wenn es dann Erfolge gibt. Die Frage, was nächstes Jahr passiert, ich meine, die ist relativ für mich klar. Also ich sage unserer Fraktion und in meiner Partei, wir haben zwei Wahlziele. Wir wollen Rot-Rot-Grün ablösen. Das ist anstrengend genug, weil das dann auch am Wahltag erst gemessen wird und nicht vorher. Und wir wollen selber stärkste Partei werden, damit wir auch den Regierungsbildungsauftrag bekommen. Und alles andere stellt sich danach. Es hat gar keinen Wert, sozusagen über diese Fragen zu spekulieren, weil klar sein muss, wir müssen aus der bürgerlichen Mitte heraus nach der Landtagswahl in der Lage sein, eine Mehrheit abzubilden, die tragfähig ist und die funktioniert. Wir sehen heute schon anhand der Bundesregierung, wie kompliziert das alles geworden ist. Wir haben 6 Monate nach der Bundestagswahl und haben immer noch keine Regierung, auch wenn wir jetzt auf dem Weg sind und nächste Woche die Regierung gebildet werden kann, hat das doch ewig gedauert. Das hat natürlich seine Ursachen, da viele Menschen, auch gerade in Ostdeutschland, auch in Thüringen, wenn man sie fragt, zu großem Teil eher ihre Stimme an den Rändern geben würden. 40% würden ganz links wählen, würden ganz rechts wählen. Und daran sieht man schon, wenn für die verbleibenden 60% nach Adam Ries die übrigen Parteien der bürgerlichen Mitte dann beauftragt sind, eine Regierung zu bilden, wird das höchst kompliziert. Aber das, was man machen muss, muss eben auch taugen. Und es darf nicht im Populismus enden. Und mein Gefühl ist, das verwechseln immer viele, wenn ich auf den Thüringer Landtag schaue und schaue danach, was haben die Leute 2014 gewählt und wie läuft das jetzt? Ist es eben so, dass ich mir feststellen will, dass die Leute, die AfD gewählt haben, mit ihrer Stimme heute dazu beigetragen haben, dass Bodo Ramelow noch im Amt ist? Das ist schizophren, ist aber so, weil Rot-Rot-Grün hat eine Stimme Mehrheit im Landtag, da ist eine Abgeordnete aus der SPD und der Koalition ausgetreten und da war die Einstimmenmehrheit dahin und er hätte Bodo Ramelow normalerweise zurücktreten müssen. Dass er noch im Amt ist, liegt daran, dass der ursprüngliche AfD-Landesschatzmeister bei der AfD ausgetreten und zur SPD gegangen ist, mit den Wählerstimmen von AfD-Wählern. Und deswegen stützen die. Und im Landtag erlebe ich, wir kriegen immer die Frage gestellt, auch jetzt gerade wieder, was machen wir mit der AfD oder so. Ich erlebe im Landtag, dass dauernd die AfD mit Rot-Rot-Grün abstimmt, weil sie uns zu ihrem Gegner erkoren hat. Und deswegen ist mein Satz so, aus meiner Erfahrung im Thüringer Landtag, dass die 2014 AfD gewählt haben, heute die größten Unterstützer für Rot-Rot-Grün sind. Das mögt ihr nicht passen, aber es ist Fakt. Beim Haushalt haben wir 1200 Änderungsanträge gestellt, unter anderem für die Ehrenamtsstiftung, für eine höhere oder zusätzliche Polizeiausbildungshundertschaft, für mehr Geld für die Feuerwehren, alles, was wir gemacht haben. Und bei allen 1200 Anträgen hat 1200 Mal die AfD mit Rot-Rot-Grün unsere Anträge abgelehnt. Deswegen stellt sich die Frage gar nicht, die sollten erstmal mit sich nachdenken, ob sie wirklich gut beraten sind, dauernd linke Mehrheiten im Landtag zu unterstützen. Ja, meine Damen und Herren, auch unsere Zuschauer bei Facebook Live, das war unser Abend hier aus Arnstadt. Ich weiß jetzt, es gibt 2 Notrufnummern, aber ich habe jetzt endlich auch Gesichter dazu und weiß, dass da engagierte Menschen dahinter stehen und vor allen Dingen auch ein großes, ich nenne es jetzt einfach mal eine engagierte Mannschaft. Also Herr Oschmann, grüßen Sie alle Freiwilligen und natürlich auch die hauptberuflichen Kameraden der Feuerwehr. Herr Zink, alle Kollegen, die im Polizeieinsatz sind, egal ob in der Woche oder am Wochenende, egal ob sie verdeckt ermitteln oder ganz offiziell mit einer Bodycam. Wir haben 2 engagierte Politiker heute hier erleben können. Einer, der auch noch Bürgermeister ist, Herr Tamm, vielen Dank. Herr Moring, vielen Dank. Ich sage Dankeschön hier an Arnstadt, an eine sehr intensive Runde, die wir hier hatten mit vielen Fragen. Sollten wir eine Frage nicht beantwortet haben und sie steht irgendwo noch im Netz, dann werden wir sie bei aufeinwort.info beantworten. Wir sagen jetzt Dankeschön, lassen uns dieses herrliche Glas hier nochmal mit köstlichem Arnstädter auffüllen. Ja, und allen Zuschauern draußen sagen wir viel Spaß bei der Champions League und wir würden uns freuen, wenn Sie uns wieder zuschauen beim nächsten Mal bei Auf ein Wort. Danke aus Arnstadt.